Merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden klären, unternehmen, geschehen, gehören, vergleichen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesaire de kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz klären, bir konuyu bir durumu aydınlatmak anlamına geliyor. Präsens, ich kläre. Ben aydınlatıyorum. Ich kläre. Ich kläre. Präteritum, ich klärte. Ben aydınlatıyordum, aydınlattım. Ich klärte. Ich klärte. Perfekt, ich habe geklärt. Ben aydınlattım. Ich habe geklärt. Ich habe geklärt. Tekrar edelim. Ich kläre. Ich kläre. Ich klärte. Ich klärte. Ich habe geklärt. Ich habe geklärt. Futur 1. Ich werde klären. Ben aydınlatacağım. Ich werde klären. Ich werde klären. Futur 2. Ich werde geklärt haben. Ben aydınlatmış olacağım. Ich werde geklärt haben. Ich werde geklärt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte geklärt. Ben aydınlatmıştım. Ich hatte geklärt. Ich hatte geklärt. Tekrar edelim. Ich werde klären. Ich werde klären. Ich werde geklärt haben. Ich werde geklärt haben. Ich hatte geklärt. Ich hatte geklärt. Örnek cümlemize geçelim. Nach langen Diskussionen klärten sie das Thema. Uzun tartışmalar sonunda konuyu aydınlattılar. Tekrar edelim. Nach langen Diskussionen klärten sie das Thema. Nach langen Diskussionen klärten sie das Thema. Diğer fiilimiz unternehmen. Bir şey yapmak, bir şeye girişmek anlamına geliyor. Unternehmen fiili düzensiz bir fiildir. Präsens, ich unternehme. Ben yapıyorum. Ich unternehme. Ich unternehme.
Präteritum, ich unternahm. Ben yapıyordum, yaptım. Ich unternahm. Ich unternahm. Perfekt, ich habe unternommen. Ben yaptım. Ich habe unternommen. Ich habe unternommen. Tekrar edelim. Ich unternehme. Ich unternehme. Ich unternahm. Ich unternahm. Ich habe unternommen. Ich habe unternommen. Futur bir, ich werde unternehmen. Ben yapacağım. Ich werde unternehmen. Ich werde unternehmen. Futur iki, ich werde unternommen haben. Ben yapmış olacağım. Ich werde unternommen haben. Ich werde unternommen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte unternommen. Ben yapmıştım. Ich hatte unternommen. Ich hatte unternommen. Tekrar edelim. Ich werde unternehmen. Ich werde unternehmen. Ich werde unternommen haben. Ich werde unternommen haben. Ich hatte unternommen. Ich hatte unternommen. Cümlemize geçelim. Mir ist es heute sehr langweilig. Wollen wir nach der Schule etwas unternehmen? Bugün çok sıkılıyorum. Okuldan sonra bir şeyler yapalım mı? Tekrar edelim. Mir ist es heute sehr langweilig. Wollen wir nach der Schule etwas unternehmen? Mir ist es heute sehr langweilig. Wollen wir nach der Schule etwas unternehmen? Diğer fiilimiz geschehen, olmak, cereyan etmek anlamına geliyor. Bu fiilimiz düzensiz bir fiildir. Fiilimizi es zamiriyle çekimleyelim. Präsens, es geschieht, oluyor. Es geschieht, es geschieht. Präteritum, es geschah. Oluyordu, oldu. Es geschah. Es geschah. Perfekt. Es ist geschehen. Oldu. Es ist geschehen. Es ist geschehen. Tekrar edelim. Es geschieht. Es geschieht. Es geschah. Es geschah. Es ist geschehen. Es ist geschehen. Futur bir, es wird geschehen. Olacak. Es wird geschehen. Es wird geschehen. Futur iki, es wird geschehen sein. Olmuş olacak. Es wird geschehen sein. Es wird geschehen sein. Plusquamperfekt. Es war geschehen. Olmuştu. Es war geschehen. Es war geschehen. Tekrar edelim. Es wird geschehen. Es wird geschehen. Es wird geschehen sein. Es wird geschehen sein. Es war geschehen. Es war geschehen. Cümlemize geçelim. Was im Hintergrund geschah, weiß niemand.
Arka planda neler cereyan etti kimse bilmiyor. Tekrar edelim. Was im Hintergrund geschah, weiß niemand. Was im Hintergrund geschah, weiß niemand. Örnek cümlemize geçelim. Du hast nicht auf mich gehört. Das geschieht dir recht. Beni dinlemedin. Oh olsun. Tekrar edelim. Du hast nicht auf mich gehört. Das geschieht dir recht. Du hast nicht auf mich gehört. Das geschieht dir recht. Diğer fiilimiz gehören. Ait olmak, dahil olmak anlamına geliyor. Bu fiilimizi de yine es zamiriyle çekimleyelim. Präsens, es gehört. Ait. Es gehört. Es gehört. Präteritum, es gehörte. Aitti. Es gehörte. Es gehörte. Perfekt. Es hat gehört. Aitti. Es hat gehört. Es hat gehört. Tekrar edelim. Es gehört. Es gehört. Es gehörte. Es gehörte. Es hat gehört. Es hat gehört. Futur 1. Es wird gehören. Ait olacak. Es wird gehören. Es wird gehören. Futur 2. Es wird gehört haben. Ait olmuş olacak. Es wird gehört haben. Es wird gehört haben. Plusquamperfekt. Es hatte gehört. Ait olmuştu. Es hatte gehört. Es hatte gehört. Tekrar edelim. Es wird gehören. Es wird gehören. Es wird gehört haben. Es wird gehört haben. Es hatte gehört. Es hatte gehört. Örnek cümlemize geçelim. Die blaue Jacke in der Garderobe gehört mir. Vestiyerdeki mavi ceket bana ait. Tekrar edelim. Die blaue Jacke in der Garderobe gehört mir. Die blaue Jacke in der Garderobe gehört mir. Diğer fiilimiz vergleichen. Karşılaştırmak, benzetmek anlamına geliyor. Vergleichen fiili düzensiz bir fiildir. Präsens, ich vergleiche. Ben karşılaştırıyorum. Ich vergleiche. Ich vergleiche. Präteritum, ich verglich. Ben karşılaştırıyordum, karşılaştırdım. Ich verglich. Ich verglich. Perfekt. Ich habe verglichen. Ben karşılaştırdım. Ich habe verglichen. Ich habe verglichen. Tekrar edelim. Ich vergleiche. Ich vergleiche. Ich verglich. Ich verglich. Ich habe verglichen. Ich habe verglichen. Futur 1. Ich werde vergleichen. Ben karşılaştıracağım. Ich werde vergleichen. Ich werde vergleichen. Futur 2. Ich werde verglichen haben.
Ben karşılaştırmış olacağım. Ich werde verglichen haben. Ich werde verglichen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte verglichen. Ben karşılaştırmıştım. Ich hatte verglichen. Ich hatte verglichen. Tekrar edelim. Ich werde vergleichen. Ich werde vergleichen. Ich werde verglichen haben. Ich werde verglichen haben. Ich hatte verglichen. Ich hatte verglichen. Örnek cümlemize geçelim. Die Forscher verglichen sorgfältig die Testergebnisse der Labore. Araştırmacılar laboratuvarların test sonuçlarını dikkatlice karşılaştırdılar. Tekrar edelim. Die Forscher verglichen sorgfältig die Testergebnisse der Labore. Die Forscher verglichen sorgfältig die Testergebnisse der Labore. Bu dersimizde klären, unternehmen, geschehen, gehören, vergleichen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.